Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon News. Und zwar gibt es hier Rotom. Es gibt hier ein Feuer-Rotom, Heat-Rotom oder wie das auch hier heißt. Basis-Pokémon. Mit der Fähigkeit Rotomotor. Wenn da 9 oder mehr Pokémon Voice Tool Cards, okay, diese Ausrüstungsdinger da, auch okay, im Ablagestapel sind, ignoriere die Attacken. Die Kosten von den Attacken dieses Pokémon, weil es macht Heat Blast, braucht eigentlich 3 Energie, ein Feuer und 2 irgendwelche und macht 80 Schaden. Ja, jetzt nicht so schlimm. Gut, eigentlich. Oh, jetzt sehe ich gerade, jetzt lese ich schon das andere, das Rotom in Elektroform, wieder mit Fähigkeit, 3 Blitzenergie und 120 Schaden. Oh, ich sehe schon solche Decks im Umkreis an. Okay. Ability Rotomotor, wo haben wir das gerade gelesen? Wo haben wir das gerade gelesen? Weil es braucht auch einfach nur 9 oder mehr Pokémon Toolcards, sich Ausrüstungen, die im Ablage gestapelt sind, dann die Kosten ignorieren. Und das ist so ein Instant 120 Schaden Ding. Okay, ich meine, es kann dann nächste Runde nicht mehr angreifen, hat aber nur eine Retreat. Also man kann eine Energie trotzdem spielen und ihn wieder zurückholen und ein anderes Rotom herholen. Das ist so heftig. Das ist so heftig. 4, 8 und ich glaube da unten ist genau dasselbe. 12 Rotom-Pokémon, die einfach keine Energie brauchen, sondern nur solche Dinge auf dem Ablagestapel und trotzdem Schaden zufügen. Okay, schauen wir mal das an. Das Fan-Rotom. Es ist einfach normal. Okay, Fähigkeit, 3 Angriffe, okay, macht keinen Schaden, mal schauen, was der Effekt davon ist. Okay, natürlich, Abilities, Rotomotor, wieder dasselbe. Okay, dann hier 3 Energie mit Spinning Spin. Und dieser Angriff macht 20 Schaden für jedes gegnerische Pokémon. Jedes gegnerische Pokémon, ja, kann auch schon mal 100 Schaden machen oder 120, wenn er 6 hat. Macht aber auch immerhin Schaden. Von den HP und so, das ist das am höchsten mit 90, die anderen nur 70. Wow, aber das hat Retreat 0. 0 Retreat. Heftig, deftig. Besser als die anderen. Okay, das war's. Ich meine da, okay, Schwäche Wasser mal 2, Resistenz nix. Schwäche Fighting mal 2, Resistenz, oh, Metall minus 2. Und Fan Rotom ist Schwäche. Elektro mal 2 und Kampf minus 20 für Resistenz. Ich glaube, solche Decks werden jetzt da überhaupt, weil es Feuerlicht. Okay, normal macht nicht wirklich Schwäche bei einem anderen, aber da Feuer. Wenn der Gegner Wasser spielt, hat man das hier. Wenn der Gegner Pflanze spielt, hat man das hier. Oder Metall oder sowas. Oder Gegner normal mit dem. Man kann sogar ein bisschen Schwächen hier ausnutzen damit. Diesen Rotoms. Ich find's cool, eigentlich. Es ist wahrscheinlich so ein Trend dann wie Nachtwanderung. Im Sinne davon, weil wenn man es besiegt, ein Preiskarte gegen wurscht, ich hole ein Rotom mit 120 Angriff. Zack, ich kann sie suchen, weil alle Basis-Pokémon sind. Und sie heißen ja auch anders. Der heißt der Fan-Rotom, der heißt nur Rotom, der hat Heat-Rotom. Das ist kein Rotom im Sinne, dass man nur eines davon haben kann. Also viele insgesamt nur. Zum Beispiel 2 von denen, 1 von denen, 1 von denen, ja. Richtig cool. Glaube ich zumindest, dass man sich so haben darf. Ich glaube, dass man davon 4, davon 4 und davon 4 haben kann. Naja, gut, dann lasse ich das mal sitzen und einwirken. Und bis zum nächsten Mal.